Waldkinder, Waldkinder, das sind wir. Wir mögen ganz besonders hier. Für diese Kids und ihre Erzieherinnen ist der Wald ihr täglicher Bezugs- und Lernpunkt. Ich finde immer, man lebt das hier. Die Natur gibt vor und wir leben das dann. Mitten in der Natur bieten sich zahlreiche Freiräume und Entdeckungsmöglichkeiten. Und das seit über 25 Jahren. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht, dass wir das schaffen, weil es war wirklich eine harte Arbeit. Wir sind die Kinder, groß und klein, wollen Gast im Walde sein. Jedes Waldkindergartenkind weiß, dass Tiere und Bäume hier zu Hause sind. Hereinspaziert. Guten Morgen, Emily. Guten Morgen, Lea. Der Tag im Waldkindergarten Rumpelstilzchen e.V. beginnt um 8 Uhr. Bis zu 15 Kinder werden hier in Hermannsburg in der Südheide von den beiden Erzieherinnen Katrin Buhle und Elli Menz betreut. Und das immer draußen an der frischen Luft und zu jeder Jahreszeit. Viele Eltern schätzen diese Form der Bildungseinrichtung. Uns gucken auch manche Leute schräg an und sagen, wie, der muss auch im Winter nur draußen sein. Aber das ist einfach mega toll hier. Hier ist ein Riesenplatz, die Kinder sind total frei. Ja, also ich weiß ganz viel über die Natur, was ich nicht kenne und kann uns da viel, viel weitergeben. Die Kinder erleben ganz viel Kreativität, ne? Weil sie einfach nicht so viel Spielzeug haben, müssen sie sich selber was bauen. Das ist total toll. Die kleine Hütte und der eingezäunte Außenbereich dienen hier lediglich als morgendlicher Treffpunkt. Also die können sich hier morgen schon ganz gut beschäftigen, weil das... Na, es ist halt eine lange Zeit, wenn wir erst um 9 losgehen. Nachdem alle Kinder angekommen sind, heißt es dann: Alle Kinder Sachen packen! Rucksäcke schnappen und los geht's zum Waldstammplatz. Dieser ist gut 15 Minuten zu Fuß entfernt. Unterwegs gibt es schon einiges zu entdecken. Weißt du, wie viele Nüsse da immer drin sind? Wie viele Bucheckern? Eine oder zwei? Ich glaube 4. Guck mal, sind so 1, 2, 3, 4. Den Waldkindergarten Rumpelstilzchen gibt es bereits seit 1997. Damals ist diese Bildungsform den meisten völlig unbekannt in Deutschland. Das war so neu, das konnte sich keiner so recht vorstellen. Wir waren hier in Niedersachsen so mit die Ersten. Und ursprünglich kommt die Idee ja aus Dänemark. Und Flensburg war dann, ich glaube, 1993 so die allerersten. Und es fing dann damit an, dass wir einen Elternverein gegründet haben, der heutzutage auch noch existiert. Also die Eltern sind hier sozusagen die Chefs. Es gibt einen Vorstand, der wird jedes Jahr oder alle 2, 3 Jahre neu gewählt. Und die entscheiden quasi, wie wir arbeiten sollen. Die Anfangsjahre gestalten sich durchaus schwierig. Der gemeinnützige Verein ist zunächst auf Patenschaften und Spenden angewiesen, um sich finanziell halten zu können. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen kann die Waldkita später von der Gemeinde finanziert werden. Wir arbeiten auch wie alle Kindergärten, alle Regelkindergärten nach dem Orientierungsplan, nach dem niedersächsischen, wo der mathematische Bereich dabei ist, der sprachliche Bereich, der soziale Bereich, naturwissenschaftlicher Bereich. Also es sind 9 Lernbereiche, die wir da auch mit abdecken. Beim thematischen Morgenkreis geht es heute um einen ganz buschigen Bewohner des Waldes. Und zwar fange ich damit an, was das Tier gerne frisst. Also ich fange mal damit an, dass es gerne Beeren frisst. Vögel. Es klaut manchmal aus den Nestern Eier. Mörder. Nüsse habe ich auch noch mit. Eichhörnchen. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Merti, was weißt du über das Eichhörnchen? Kann gut klettern. Das kann gut klettern, das ist richtig. Ja, und auch sehr weit springen. Das vermittelt Katrin den Kindern am praktischen Beispiel. Also, von Ellis Klotz bis hierhin könnte das Eichhörnchen springen. Das sind 5 Meter, das ist richtig weit. Ich glaube, das schafft von uns keiner. Wir können das nachher mal ausprobieren, wie weit ihr springen könnt. Bewegung ist das richtige Stichwort, denn nach einem kleinen Frühstück dürfen die 3- bis 6-Jährigen frei im Wald toben. Gerade in den kalten Jahreszeiten durchaus notwendig. Es ist im Winter wirklich auch manchmal sehr kalt, sodass die Kinder sich viel bewegen müssen. Und manche, die Kleinen, sind auch öfter, warum soll ich mich jetzt bewegen, mir ist kalt. Aber die verstehen das auch manchmal nicht, dass sie laufen müssen, um warm zu werden. Aber das lernen die halt mit der Zeit hier. Genauso wie die Regeln des Waldes. Keine Fl-
Pflanzen rausreißen. Nichts abpflücken. Warum darf man das nicht machen? Weil vielleicht sind die Sachen ja giftig. Man darf nicht einfach weiterlaufen beim Haltepunkt. Immer schön in Sichtweite bleiben. Die Kinder müssen die Erwachsenen sehen und die Erwachsenen sie. Den Job in einer Regelkita können sich beide Erzieherinnen nicht mehr vorstellen. Denn sie schätzen die Vorzüge, die ihnen ihr Waldarbeitsplatz noch möglichst lange bringen soll. Wer hat das schon, dass er 5 Stunden täglich an der frischen Luft ist und damit auch sein Immunsystem gestärkt wird? Also die Kinder und auch Elli und ich, wir sind wirklich selten krank. Wenn wir irgendwann körperlich merken, das geht nicht mehr, na gut, dann brauchen wir eine Alternative. Aber solange wir gesund und fit sind, möchten wir das noch machen. Und am liebsten auch irgendwann gemeinsam gehen. Ritzen, schnitzen, auf den Wurzeln sitzen, Erde an den Händen und im Haar. 1, 2, 3, Matschebrei, das ist wunderbar. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.